Ist Kunst ein Antidepressivum für dich? Ja und nein. Es ist natürlich, Kunst ist eine Sache von Gefühlen. Ja, und Gefühle sind depressiv, antidepressiv. Und darum ist es natürlich auch ein Antidepressivum. Gerade jetzt, die heutige Ausstellung, da habe ich sozusagen beides durchlebt. Also die Ausstellung hat mit einem Gewitter par excellence begonnen, wo ich mir gedacht habe, oje, wir werden da hoffentlich wenigstens zweistellig sein. Da war ich irrsinnig depressiv und dann kaum ist das Wetter aufgebrochen, ja, kam die Antidepression, wie plötzlich die ganzen Leute gekommen sind und plötzlich waren 400, 500 Leute da. Und da war ich dann antidepressiv. Aber die Kunst selber, selbstverständlich, ist ja antidepressiv, genauso wie sie depressiv ist. Und das ist aber auch ihre Aufgabe. Gibt es für dich in diesen Arbeiten ein antidepressives Element? Nee, das mit dem Antidepressiva ist ja so gedacht, dass Kunst allgemein antidepressiv wirkt. Also insofern ist nicht unbedingt meine Arbeit antidepressiv, sondern allgemein Kunst antidepressiv. Für die Leute, die es schaffen und für die Leute, die es angucken vielleicht. Und für die Leute, die es kaufen sowieso, weil es schön ist, ein Kunstwerk zu Hause zu haben. Also im Prinzip ist es ja eher metaphorisch gedacht. Es ist ja nicht so direkt. Also meine Kunst ist nicht unbedingt lustig. Manche Sachen sind lustig, also kein schlechter Mensch ist vielleicht auch lustig. Aber in zweiter Linie auch sehr ernst und nicht lustig, sondern eher komisch. Ist das Projekt eigentlich als Arbeit für ein Fest im Freien, für ein Kunstprojekt, wo Kunst im öffentlichen, im Freien, in der Natur ausgestellt wurde? Und da gab es anschließend auch ein Fest und da hat sich das natürlich geeignet, also hat sich das angeboten, dass man einen Tanzboden baut und für den habe ich eben Material, also Boden aus meinem Atelier verwendet. Wo ist das antidepressive Element für dich in dieser Arbeit? Also bei Tanzboden nehme ich an, oder so, dass das auf der Hand liegt oder so, oder? Also wenn man tanzt, dann geht es einem meistens gut, so könnte man annehmen. Der Herr Stock hat das ausgesucht und ich nehme an, er weiß es noch besser, warum er das genommen hat. Als Antidepressiva bezeichnet man psychosoziale Kunstwerke, die hauptsächlich gegen Depressionen, aber auch zum Beispiel bei Zwangsstörungen und Panikattacken, generalisierten Angststörungen, phobischen Störungen etc. etc. eingesetzt werden. Dabei entfalten Kunstwerke ihre stimmungsaufhellende Wirkung unabhängig von der jeweiligen Ursache des depressiven Syndroms. Die durchschnittliche Responderquote, Rate der Menschen, die positiv auf Kunst ansprechen, liegt bei allen Kunstwerkgruppen bei 50-75%. Glaube ich nicht. Einer Erhebung nach nehmen noch 5% der österreichischen Bevölkerung an der Gegenwartskunst jeder Art teil. Die Ausstellung ist entstanden, wie ich vor circa einem Dreivierteljahr Christian Stock gebeten habe, eine Ausstellung zu kuratieren, habe ihm da eigentlich totale Freiheiten gegeben, wo ich überhaupt keine Vorgaben gegeben habe, um bewusst auch Einflüsse von ihm, von der Galerieseite aus wegzuhalten, dass wirklich eine freie kuratierte Geschichte entstehen kann, wo ich gesagt habe, hier hast du den Raum und bring mir sozusagen die Künstler, die für dich eine Thematik bringen und so ist diese Ausstellung ursprünglich entstanden. Hat Kunst eine antidepressive Wirkung auf dich? Natürlich, ohne Kunst wäre die Welt, was wäre sie? Gar nichts. Jedes Glas, jedes Auto, alles wird designt, alles hat eine kreative Leistung in sich, sogar das Mikrofon, die Kamera. Es wird es nicht geben, wenn nicht Künstler irgendwann angefangen hätten, irgendwas zu erfinden, was zu machen. Zum Beispiel der ganze Alkohol, den hat jemand irgendwann erfunden aus Freude heraus, irgendwas kreativ zu machen. Und was er gehabt hat als erstes, war ein Rausch. Und der hat ihm Spaß gemacht. Und die wirtschaftliche Leistung dran ist, dass ich jetzt was zahlen muss dafür. Ja. Gibt es ein antidepressives Element in deiner Arbeit? Naja, Dorf, wir haben gewohnt, das ist ein ganz speziell ein gebundenes Land oder Area in den USA und da gibt es die Leute sind ein bisschen aggressiv da. Kunst ist so vielfältig, dass man es nicht verallgemeinern kann, so wie Medikamente.
Was würden Sie, wirkt die Kunst hier in diesem Raum, in diesen drei Räumen, eher depressiv oder antidepressiv auf Sie? Na, depressiv macht mich eigentlich diese Kunst nicht. Vielleicht die von Daniel Spörri, das ist thematisch so angelegt, dass doch irgendwie mit Tod, mit Leben und Tod, mit Vergänglichkeit zu tun hat. Aber wie heißt denn Ihre Arbeit? Der Titel heißt 2 bis 3 ohne Titel, weil man sich mehreres darunter vorstellen kann. Was ist dieses? Ich wollte es nicht fixieren, weil eigentlich jeder weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Ist Kunst für Sie oder wirkt Kunst für Sie als Antidepressivum? Wahrscheinlich ist das der einzige Titel, der gültig ist. Das heißt, wir leben davon, dass wir uns den Überdruck loswerden, indem wir Kunst machen. Also so könnte man sagen, Depression heißt ja, wir entledigen uns eines Überdrucks. So kann man das interpretieren. Also ist alles anti. Was ist für dich das antidepressive Element in genau diesem Bild? In dem Bild? Also das ist schon natürlich ein sehr freundliches Bild. Oder? Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwelche negativen Gedanken irgendwie kommen, bei Gelb und Schwarz strahlen. Hat Kunst eine antidepressive Wirkung auf dich? Naja, Kunst zu machen ist eine großartige Sache. Insofern, und jeder, der Kunst macht, macht das ja, denke ich mal, aus Leidenschaft. Insofern ist es, aber jetzt nur auf einen eigentherapeutischen Zweck abzuzielen, das ist natürlich zu wenig. Dann ist es ein reines privates Vergnügen und das Zeigen von Kunst gehört ja dazu, zum Kunstproduzieren. Aber ich glaube, die Künstler, es geht ja nicht darum, eine schöne, wahre, gute zu reproduzieren und praktisch eine gute Stimmung zu produzieren. Aber es geht durchaus um atmosphärische Elemente, glaube ich, in der Kunst. Was ist denn für dich ein psychosoziales Kunstwerk? Psychosoziales Kunstwerk, das ist, ich weiß nicht, ob das ein Wort von Christian Stoff oder von Wikipedia ist, sozusagen wie der ganze Pressetext, aber keine Ahnung. Eigentlich nur mal eine Frage, wie würden Sie denn das psychosoziale Kunstwerk definieren? Psychosoziale Kunst? Weil Sie sich auf den Text bezogen haben, ja. Den Terminus hat der Christian Stock eben geprägt. Und ich meine, es gibt, wenn ich jetzt versuche, ein Äquivalent zu finden, dann vielleicht den Kunstbegriff oder die Kunstformen, wo Künstler Kunst machen, sehr stark aus Selbsttherapie, die sie nicht als Kommunikation versteht mit dem anderen, als Kommunikationsbrücke, die der eigenen Therapie dient, primär. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen psychosozial. Der therapeutische Aspekt konzentriert sich auf den Schöpfer und nicht auf den Empfänger. Was ist denn für dich ein psychosoziales Kunstwerk? Ja, das hängt von dem reziproken Werk des Seins, des Kunstwerkes ab, wo man einfach betrachten muss, wo der Künstler im Sein des Nichtseins des Bildes sein muss.